Spotfight. Wir leben Wrestling. In den vergangenen Tagen starben drei Wrestling-Legenden. Brickhouse Brown verlor den Kampf gegen Prostatakrebs im Alter von 57 Jahren. Am Sonntagmorgen ließ WWE Hall of Famer Nikolai Volkov mit 70 Jahren ebenfalls sein Leben. Außerdem ging Brian Christopher aka Grandmaster Sexay, der Sohn von Jerry the King Lawler, von uns. Gestern starb der 46-Jährige an den Folgen seines Selbstmordversuches. In Haft versuchte er sich zu erhängen. Im Krankenhaus wurde ein Hirntod festgestellt. Bei einer Abstimmung auf WWE.com wurden die Fans gefragt, welche Wrestlerin sie beim Evolution Pay-Per-View am 28. Oktober am liebsten zurückkehren sehen würden. AJ Lee führt die Umfrage deutlich an. Bei Raw heute Nacht werden Ronda Rousey und Brock Lesnar zurückkehren. Rouseys Suspendierung läuft aus, während Lesnar das erste Mal seit langem wieder für Raw angekündigt ist. Dave Meltzer berichtet, dass CM Punk kein Interesse hätte, ins Wrestling zurückzukehren. Ring of Honor versucht bekanntlich, Punk für eine oder mehrere Shows von sich zu gewinnen. Punk hätte aber kürzlich immer wieder in seinem Umfeld gesagt, dass er kein Interesse am Wrestling mehr hätte. Cedric Alexander äußerte sich auf Twitter kritisch zu Neville. Im Kader von 205 Live herrscht generell Unmut, wenn es um den selbsternannten King of the Cruiserweights geht. Viele Wrestler halten Nevilles Verhalten für äußerst unprofessionell. Dolph Ziggler wird beim SummerSlam seinen Intercontinental Champion-Titel aufs Spiel setzen. Seth Rollins gilt als aktueller Herausforderer, möglicherweise werden dem Match aber jedoch noch weitere Teilnehmer hinzugefügt. Spekulationen besagen, dass aus Ziggler vs. Rollins ein Multi-Man-Match mit weiteren Teilnehmern und einer Leiter-Match-Stipulation wird.